Willkommen, Leute, beim Kino. The Anthropocene is now. Das Anthropozän ist jetzt. Das ist unser Zeitalter, in dem wir Menschen der prominente, der hauptsächliche geologische Faktor geworden sind. Und dies ist ein Zeitalter, in dem es verschiedene und vielleicht unabhängige Umweltkrisen gibt. Und wir haben hier einen Mikrobiologen und Computerwissenschaftler, der sich das genauer anschauen wird und der sich diese Krisen auseinandernimmt für uns. Theodor Sperlier. Was sind die Auswirkungen? Wie sehen einige der Lösungen aus und welche dieser Probleme haben zurzeit keine Lösungen? Also ohne weitere Umstände. Welche dieser Krisen sind problematisch, katastrophal oder apokalyptisch? Hallo, gut, dass ihr hier seid. Ich bin Theo und dieser Talk ist voraufgezeichnet. Ich arbeite an der Ökologie von Mikroben und dies ist voraufgezeichnet, deswegen freue ich mich sehr auf die Konferenz, die stattfindet, während ihr uns euch das anschaut. Und ich stehe nachher im Pad zur Verfügung. Ich freue mich auf die Konferenz und ich möchte den Organisatorinnen sehr danken, dass sie etwas zusammengestellt haben, ein Forum, wo wir über diese Dinge reden können. Wenn ihr irgendwelche harten Schnitte seht, dann sind das meine Fehler. Mein Vortrag geht um Probleme und Problemlösungen, aber nicht vielleicht so, wie ihr es euch erwartet. Und vielleicht seid ihr enttäuscht, wenn ihr hofft, dass ich euch echte Lösungen geben kann. Es wird nicht wirklich wissenschaftlich sein im Sinne von harter Wissenschaft, Naturwissenschaft. Und es wird auch nicht wirklich politisch sein im Sinne von, was können wir politisch tun. Es ist ein bisschen beides. Ich werde auch einige Abkürzungen nehmen und einige Details auslassen, einige Argumente. Und ich glaube, ihr werdet bemerken, dass es geht einfach nur darum, meinen Punkt jetzt zu bringen. Und als ich angefangen habe zu studieren, fing ich mit Biologie an. Und erst nach einiger Zeit kam ich in Kontakt mit Informatik und mit Programmieren. Und es war sehr interessant für mich. Es war auch sehr seltsam für mich zu sehen, wie ProgrammiererInnen über Probleme sprechen in einer etwas anderen Weise. Und ich glaube, dass normale Menschen über Probleme als etwas denken, was einfach gelöst wird und dann was dann weg ist und worüber man sich dann keine Sorgen mehr machen muss. Aber ProgrammiererInnen, merkte ich, schauen sich ein Problem an und dann reden sie über wenn wir hier mit algorithmisch versierten Leuten sprechen, dann geht es nicht einfach nur um die Antwort auf das Problem, sondern eher um die Frage, können wir dies in einer begrenzten Zeit lösen? Ist dies ein polynomisches Problem? Wenn ich ein Problem dir gebe, kann ich für alle möglichen Inputs in einer vertretbaren Zeit eine Antwort entwickeln? Und dann geht es um Formalisierung. Es wird vielleicht vereinfacht in einigen Stellen. Es wird dann zu Bugs kommen, zu Fehlern und es wird auch Überraschungen geben. Also die schönsten Algorithmenstücke sind eigentlich voll von Überraschungen. Und dann arbeiten sie an etwas, was vielleicht normale Menschen als eine Lösung bezeichnen würden. Aber es ist also sehr interessant, es macht sehr viel Spaß, theoretisch Probleme auf diese Weise anzugehen. Und das Lösen von Problemen heißt auch immer etwas Verschiedenes. Also wenn man ein Problem löst, aus einer Programmiererinnen-Sicht, ich generalisiere jetzt auch sehr, dann ist das wie Schach. Wir wissen, dass es ein Programm gibt, das Schach besser als ein Mensch spielen kann. Wir spielen aber trotzdem noch Schach.
Das ist also ein gelöstes Problem, aber nicht gelöst gelöst. Also unterscheiden wir mal zwischen gelöst wie in Schach und wirklich gelöst wie für im Alltagsgebrauch. Und da gibt es eine andere Klasse von Problemen, die bisher zumindest nicht gelöst sind, mit Fragezeichen. Und das wird üblicherweise gelöst, indem man einen Weg sucht, um einen Teil dieses Problems auf andere Probleme abzubilden. Und auf diese Weise gilt dann das Problem auch als gelöst. Also die Hauptgeschichte für diesen Vortrag, ich bin sehr froh, dass eine Konferenz wie diese jetzt gerade stattfindet. Das Hauptproblem für diese Konferenz ist, dass wir wirklich die Umweltkrise lösen müssen. Und ich weiß nicht, ob Umweltkrise das richtige Wort ist, aber es ist wirklich schwer, sich zu überlegen, was der richtige Ausdruck sein könnte. Aber wir haben all diese verschiedenen Anliegen, Probleme, die insgesamt ein großes Ganzes ergeben, das wir vielleicht als Ganzes dann die Umweltkrise nennen sollten. Also schauen wir, werden in diesem Talk einige dieser im Detail anschauen und diese Probleme des Problemlösens aus einer programmatischen Sicht, aus einer Entwicklungssicht, werden wir nehmen und hier auf eine aggressive Art und Weise anwenden und dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Fangen wir also mit dem Klimawandel an und ich denke, ich muss hier gar nicht ins Detail gehen. Ihr wisst wahrscheinlich alle alles darüber. Das ist das Thema, das wir ganz viel besprechen. Und dieses Schaubild, was wir hier sehen, diese Streifen, die euch anzeigen, wie sich die mittlere Temperatur erhöht, in den letzten Jahrzehnten sehr stark, das kennen wir auch. Und wenn wir uns dann schauen, was das Problem ist im Klimawandel, dann könnten wir dies formalisieren. Wir müssen das Delta der Temperatur, das Delta T, verringern. Das ist also die Temperaturerhöhung. Dies müssen wir weltweit verringern, sodass wir also im Sinne der Temperatur keinen Klimawandel mehr haben. Wenn wir also jetzt Wissenschaftlerinnen fragen, und was sie dazu sagen können, dann sagen sie vielleicht, ja, wir haben diese ganzen Probleme, diese ganzen Daten und können euch einfach sagen, dass am Kern des Problems das CO2 liegt. Das ist also das CO2e. Und dann ist das Problem gelöst. Natürlich beginnt erst dann die Arbeit. Und das ist die Arbeit, die wir zurzeit als Gesellschaft oder in dieser Konferenz haben, herausfinden, wie wir das minimieren können. Aber sagen wir mal naiv, dass dieses Problem gelöst ist und oder wir wissen nicht, verstehen eigentlich nicht, warum es bisher noch nicht wirklich gelöst ist. Es gibt tatsächlich ein Setting, das wir tatsächlich gelöst haben, und das ist die Ozonschichtveränderung, der Ozonschwund. Wir können das vielleicht so beschreiben, dass wir die Reduktion im Ozon, in der Ozonschicht verringern sollten. Und als Wissenschaftler haben wir vielleicht herausgefunden, dass die Emissionen von bestimmten chemischen Stoffen minimiert werden müssen in der Atmosphäre und dass wir auf diese Weise den Ozonschwund wirklich gelöst haben. Also sagen wir jetzt mal, es ist wirklich gelöst. Als ein weiteres Beispiel, wir wissen, dass in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr Arten aussterben und dies rückt immer näher an ein Level, in dem Ökosysteme zusammenbrechen werden. Und es gibt sehr, sehr viele Probleme, die damit zusammenhängen. Ich möchte das nicht im Detail besprechen. Die Frage ist, wie können wir das formalisieren? Und wir können wieder als Startpunkt sagen, ja, wir müssen die Anzahl der Aussterbevorgänge minimieren auf ein niedriges Niveau, im besten Fall null. Keine Art sollte aussterben, denn jedes Aussterben hat Folgen für die Biodiversität. Und wenn wir nun an Wissenschaftlerinnen herantreten, dann bekommen wir keine Modelle zur Lösung, denn das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Es sind sehr komplexe Systeme. Und nicht nur ein System ist hier beteiligt, wie im Falle vielleicht des Klimawandels, sondern es sind sehr, sehr viele Systeme überall. Und es ist überhaupt nicht überraschend, dass es viele verschiedene Gründe gibt,
für das Aussterben von Arten, die nicht unbedingt sich überlappen, teilweise vielleicht. Es ist nicht so einfach, wie der Klimawandel zu lösen. Wenn wir so ein Problem finden in der Programmierung, dann ist eines der Dinge, die wir dann vielleicht uns fragen, denken wir gerade in der falschen Weise über das Problem nach, müssen wir den Maßstab verändern, und der größere Maßstab heißt das Anthropozän. Das ist eine geologische Phase, ein Erdzeitalter, in dem die Menschen, also wir, die Gestalt der Erde so sehr verändert haben, dass es signifikante Auswirkungen, Veränderungen geologisch sogar hat. Wir erreichen Kipppunkte in vielen Umweltsystemen, und das Anthropozän hat erst etwa 1950 begonnen, weil zu dieser Zeit all diese Variablen, die wir hier sehen, in diesen großen Beschleunigungsgraphen, alle in diesen Hockeystock, in diese Hockeystock-Gestalt übergegangen sind und also Dinge sich wirklich groß entwickelt haben und von uns weglaufen und ein Schalter sich umgewandelt hat, und das Erdsystem hat eine neue Dynamik erreicht. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen für uns. Wie können wir uns das jetzt also in unserem Problem-Framework ansehen? Also wir wollen das Anthropozän minimieren, aber da werden wir keine Lösung finden. Wir können wirklich sehr viel darüber nachdenken, und viele haben das auch getan. Und einige hatten gute Ideen, einige hatten schlechte Ideen. Aber manche haben sich das wirklich als ein Problem angesehen und kam zur Lösung, wir sollten am besten einfach abhauen und auf den Mars umziehen. Also vielleicht sollten wir es nicht als Problem betrachten, sondern anders darüber nachdenken. Also ich möchte es jetzt als neue Kategorie erklären. Und ja, die Begrifflichkeiten sind schwierig, offen gesagt. Also was könnte es sein, wenn es kein Problem ist, sondern eine Katastrophe? Also lass es uns als Katastrophe sehen. Probleme können gelöst werden und dann sind sie weg. Also Problem, Lösung und dann ist alles gut. Und sie kommen von außen. Sie sind nicht Teil deiner Identität. Katastrophen, die gehen nicht weg. Man muss lernen, damit zu leben. Es ist eine neue Situation. Die Katastrophe hat alles verändert. Und insofern sind sie auf gewisse Art intern. Das wird später wiederkommen. Für Katastrophen ist Problemlösung vielleicht ein Dark Pattern, ein schlechtes Vorgehen. Also für mich sind Katastrophen spezifischer. Und ich kann das nicht besser definieren. Ich werde noch ein paar Beispiele bringen, um es vielleicht besser zu erklären. Also wenn man beispielsweise ein Bein oder einen Arm verliert, also man hat einen Unfall und ja, dann hat man ein Gliedmaß weniger. Man kann das nicht lösen. Man kann natürlich eine Prothese anlegen, aber das löst das Problem nicht. Der Arm oder das Bein ist immer noch weg. Man kann es sich leichter machen, man kann Hilfe haben, aber man muss immer noch lernen, damit zu leben. Das ist eine Katastrophe. Aber das klingt sehr apokalyptisch. Also ein anderes Beispiel wäre vielleicht, wenn man sich verliebt. Also wirklich verliebt. So, dass man nicht mehr schlafen kann, nicht mehr essen kann, sich nicht mehr konzentrieren kann. Etwas, das wirklich das gesamte Leben umkrempelt und es nicht einfach wieder weggeht. In einigen Filmen, das kennt ihr, sind die Situationen, in denen Charakter sagt, ja, ich verliebe mich, was kann ich tun? Ja, einfach warten, das geht schon vorbei. Aber das ist nicht, wie man mit Liebe umgeht. Es ist kein Problem, es kann nicht gelöst werden, es ist eine Katastrophe. Man muss lernen, damit zu leben, mit dieser Veränderung. Aber natürlich ist es nicht apokalyptisch. Wenn man sich verliebt, bedeutet das nicht immer, dass die Welt untergeht. Vielleicht hat man ein Motto, wie man mit Katastrophen umgeht. Wie in diesem Donna Haraway Buch. Beim Problem oder bei den Schwierigkeiten bleiben. Nicht weglaufen,
die Schwierigkeiten vielleicht sogar als neue Form der Identität akzeptieren. Leider geht es im Buch nicht wirklich darum. Es ist kein schlechtes Buch, aber es ist wirklich nicht, worum es geht. Aber ich mag diesen Titel wirklich und wollte ihn hier einbeziehen. Also wie gesagt, denke ich, dass das Konzept des Problems hier ein Dark Pattern oder ein falscher Ansatz sein könnten. Aber wir mögen es. Warum? Wir reden sehr viel über Klimawandel, aber nicht viel über den Verlust von Biodiversität, über Ausrottung von ganzen Spezies. Warum? Ich habe zwei Ansätze, die ich gerne präsentieren möchte, und ihr könnt mir zustimmen oder auch widersprechen und ihr könnt eure eigenen Ideen formulieren. Aber ich denke, es gibt etwas Größeres, warum Probleme so attraktiv sind für uns. Es gibt viele Erzählungen dazu. Wenn man jetzt an Godzilla denkt, und ich denke, das ist ein gutes Beispiel, hat man ein Problem. Und das ist ein Monster. Das Monster erscheint, entweder Godzilla oder ein anderes Kaiju, und das erscheint einfach und zerstört alles. Und das ist ein Problem. Und das Problem lösen ist, dass man das Monster wieder wegschickt oder irgendwie wartet, dass es wieder weggeht. Oder man lässt Kaijus gegeneinander kämpfen, dass sie alle weg sind. Oder man findet eine Lösung. Und in vielen Katastrophen, in denen die Leute ihr Leben verlieren oder auch nur ihr Zuhause verlieren, aber das ist nicht, worum es in dem Film geht. Das Problem ist nämlich, das Konzept ist, dass ein Film enden muss. Und am Ende des Films muss das Problem gelöst sein. Und das ist das Unrealistische an Filmen. Weil das Problem gelöst sein muss, wird es natürlich auch gelöst im Film. Aber so funktioniert das im echten Leben nicht. Es endet nicht damit, dass ein Problem gelöst wird. Und vielleicht sollten wir Narrative aufbauen, in denen das Problem nicht gelöst wird. Und ich weiß, dass es in alten Schriften viele Geschichten gibt, die nicht einfach enden, wenn das Problem endet, sondern die dann Teil des Lebens werden und bei einem bleiben. Und vielleicht mögen wir deswegen Probleme so gerne, weil sie einfach sehr unterhaltsame Geschichten bringen. Und etwas anderes ist, dass Probleme natürlich es uns erlauben, Dinge zu verkaufen. Wir können alle Sorten von Lösungen haben. Und alles, was ein Problem löst, kann man verkaufen. Man kann Leuten eine App verkaufen. Oder man kann ihnen eine Blockchain verkaufen, die die Pandemie lösen soll. Solange jemand ein Problem hat, kann man ihnen etwas verkaufen. Es ist sehr viel schwieriger, etwas zu verkaufen, das Menschen hilft, mit ihrer Katastrophe zu leben. Und ja, das gibt es natürlich auch. Es gibt Apps, die das tun tatsächlich. Aber es ist einfacher, Lösungen zu verkaufen. Natürlich als Service. Also das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, ist kein Problem. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, in der die Menschheit oder Menschen oder wir alle eine Naturgewalt wurden. Eine Naturkatastrophe, könnte man auch sagen. Aber es ist jetzt hier und es wird bleiben. Also wie können wir damit leben? Das ist jetzt die Frage. Und leider habe ich keine Antwort für euch. Aber wir sollten jetzt nicht in die Falle tappen, dass wir eine Lösung suchen, die das Anthropozän einfach löst. Sehr allgemein gesagt gibt es zwei Seiten in diesem Ganzen. Es gibt die Techno-Optimisten, die sagen, ja, wir werden neue Technologie finden, neuen Fortschritt, und diese neue Maschine, dieser Fortschritt wird alles wieder gut werden lassen. Und das wird fürs Anthropozän einfach nicht möglich sein. Es wird benötigen, dass wir als Menschheit, als Menschen uns verändern und uns anpassen. Und dass unsere Art zu leben sich an unsere Art zu leben dieser Katastrophe entspricht. Auf der anderen Seite gibt es, also viele Leute sind zu optimistisch,
viele Leute denken, ja, wir könnten auch einfach zurückgehen und techno-pessimistisch werden und sagen, ja, wir könnten einfach versuchen, zurückzugehen wie früher, wie es war, als wir noch nicht im Anthropozän waren, und dann wird alles gut. Nein, das ist eine Katastrophe. Die wird bleiben. Wir müssen lernen, damit zu leben. Die Folgen der Menschheit werden bleiben, auch wenn die Menschheit von heute auf morgen aufhört, sich so zu verhalten. Deswegen müssen wir uns anpassen, neue Wege finden. Und wir müssen weiter darüber nachdenken. Und das ist natürlich eine politische Aufgabe, aber auch eine Aufgabe für alle Disziplinen der Wissenschaft. Auf diese Art ist es für mich sehr, sehr gruselig als Wissenschaftler, als Programmierer, als was auch immer. Weil ich als Wissenschaftler natürlich die ganzen wissenschaftlichen Bereiche getrennt haben möchte, damit ich weiß, was studiere ich und was muss mich nicht interessieren. Ist das Physik, ist es Chemie, welches davon interessiert mich? Aber hier kommen alle Disziplinen zusammen. Wir brauchen Geologen, wir brauchen Physiker, wir brauchen Soziologen, wir brauchen Politiker. Wir müssen wirklich alle zusammenkommen und uns überlegen, auch wie wir uns über uns selbst nachdenken. Also, was habe ich jetzt noch für euch? Ich habe ein paar Thesen. Hauptsächlich müssen wir lernen, mit dem Anthropozän, dem Zeitalter, zu leben. Wir müssen an einen Ort kommen, wo die Menschheit und unsere Umwelt beide weiterleben können in dieser Katastrophenwelt. Eine Sache, die wir tun müssen, um diesem Ziel näher zu kommen, ist, so viele Subprobleme wie möglich zu identifizieren und diese lösen. Und natürlich auch wirklich lösen. Also nicht nur die Regeln, wie man etwas tut, finden, sondern sie auch wirklich die Lösung anwenden. Also es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, dass die Klimakatastrophe natürlich schon bearbeitet wird, aber eben noch nicht gelöst wird. Wir sollten natürlich auch Katastrophen nicht in Probleme verwandeln. Es gibt einen Unterschied. Und wir sollten sie auch unterschiedlich behandeln. Als nächste These habe ich, dass für ein menschliches Anthropozän brauchen wir eine menschliche Menschheit. Oder eine humane Menschheit. Und da kommen sehr viele Bereiche zusammen. Wir können nicht mit der Umwelt leben, so leben, wir können nicht verhindern, dass diese Katastrophe in eine Apokalypse mündet, wenn wir weiter so leben, wie wir es jetzt tun. Und wenn wir nicht an uns selbst arbeiten, an unserer Art zu leben. Und ich möchte jetzt hier nur die Frage aufwerfen, lässt sich das mit Kapitalismus überhaupt vereinbaren? Und mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil ich das A hier in dem Rahmen nicht kann und B als Biologe nicht kann. Aber ich möchte euch Nils Richtberg vorstellen. Er hat mir als Diskussionspartner zur Seite gestanden und ohne ihn hätte das hier so nicht stattgefunden. Und wenn ihr eine Analyse von Kapitalismus im Kontext des Anthropozän haben wollt, könnt ihr das bei ihm finden. Und dann möchte ich euch danken. Wirklich ein großes Dankeschön an die Organisation dieser Konferenz, all die Menschen, die dahinter standen. Und ja, ich möchte euch jetzt für eure Fragen danken und sie mit euch durchgehen. Und natürlich ist nicht jetzt, das hier ist voraufgezeichnet. Aber ja, ich freue mich drauf. Bis gleich. Okay. Danke, Theodor, für diesen schönen Talk. Ja, gehen wir also zu Fragen direkt. Es gibt einige Fragen im Pad aus dem Publikum. Die erste Frage, die ich stellen möchte: Was ist der Unterschied zwischen dem Anthropozän und anderen Erdzeitaltern?
Ich kann nicht genau, ich weiß nicht genau, was gemeint ist mit der Frage. Vielleicht geht es um kulturelle Zeitalter, hier geht es um geologische Zeitalter. Also sowas wie die Kreidezeit oder das Perm. Also es geht um die verschiedenen Erdzeitalter, die werden definiert durch Geologie. Was wir hier tun müssen, ist rausgehen und Orte auf der Erde finden, in denen wir wirklich Unterschiede in der Reihenfolge von Schichten finden können. Man müssen bestimmte Schichtungen finden, bestimmte Trennlinien, in denen sich Dinge signifikant ändern. Zum Beispiel am Ende der Dinosaurier gab es ein neues Erdzeitalter, wahrscheinlich weil ein Meteorit die Erde traf. Und wir können sehen, dass sich das global geändert hat. Und ebenso können wir jetzt globale Änderungen feststellen, die Menschen verursacht sind. Was die Wissenschaft heutzutage fokussiert, in den Blick nimmt, soweit ich weiß, sind Nukleide, das Atomzeitalter oder die Atomkriege? Nein, weil was man sieht, sind die Auswirkungen von Atomtests und Bomben. Etwa in den 50er Jahren fängt das an. Das ist messbar und das wird auch noch in kommenden Jahrhunderten messbar sein. Ähnlich wie zum Beispiel das Bronzezeitalter, wo manche Leute, wo man wirklich was Neues finden kann. Und das ist wirklich in der Erde abgebildet. Es ist auch global. Also kulturelle Zeitalter finden zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten statt oder beginnen an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten und haben auch an verschiedenen lange Dauer. Also, warum ist eine andere Frage? Die Frage war, warum beginnt es 1950? Sind das Messungen, die sich dann ändern, die Atomtests? Ist das die Antwort? Atomtests? Es gibt darüber wirklich sehr viel Diskussion. Es gibt verschiedene Vorschläge, wann der am Beginn angesetzt werden könnte, zum Beispiel der Moment, an dem die Landwirtschaft begann. Das ist also schon lange her. Das könnte mit dem Beginn der Industrialisierung starten, also etwa 1850 oder so. Es könnte mit dem Moment starten, in dem in Europa die Europäer sich nach Nordamerika ausgebreitet haben, weil dann sich auch geologische Dinge geändert haben. Aber 1950, wegen der Atomtests und wegen dieser großen Zunahme in vielen Graphen, die ich gezeigt habe, ist vielleicht der Moment, wo die ganzen Hinweise zusammenkommen. Und das ist also tatsächlich nicht Argumente oder Diskussionsdinge, die man hier hat, sondern wissenschaftliche Daten, die wirklich überraschend sind, dass das wirklich hier was Neues anfängt. Das ist seltsam. Meine Großmutter hat sie ja so im letzten Erdzeitalter gelebt, sozusagen. Das ist komisch, oder? Ich glaube, der Ton ist weg. Ah ja, that's better. Ah ja, doch, das ist, jetzt ist besser. Ja, ich kann mir das vorstellen, wie man als Wissenschaftlerin sich diese Graphen anschaut und sich versucht, das in verschiedenen Gegenden anzuschauen und sagt, oh Gott, 1950, was, das haben wir gemacht? All das haben wir gemacht. Also wir haben unseren Fingerabdruck in Mutter Erde hinterlassen. Ja, und als Naturwissenschaftler sozusagen oder harte Wissenschaftler, wie man das immer nennen will, denkt man eher nicht über Menschen nach, oder? Als Biologe, Biologin, als Mikrobiologe kümmern mich Menschen nicht und ich frage mich nicht, was Menschen mit meinen Studienobjekten tun. Es gibt diese richtige Trennung zwischen mir als Forscher und meinem Studienobjekt und mit dem Anthropozän.
Das ist wirklich verrückt, sich das vorzustellen, weil hier die Menschen zum Thema werden. Das Subjekt wird durch die Messungen beeinflusst. Wir messen uns selbst sozusagen. Ja, warum glaubst du, konnten wir das Problem mit dem Ozonschwund relativ schnell lösen, nachdem wir die FCKW entdeckten und sie verboten haben? Das ist also gelöst oder wird gerade gelöst. Wieso ist es so viel schwieriger, die Auswirkungen auf den Klimawandel in den Griff zu kriegen? Seit Jahrzehnten versuchen wir das. Und es fühlt sich so an, als nichts passiert ist. Nichts Bedeutsames jedenfalls. Ja, ich glaube nicht, dass ich die beste Person bin, das zu beantworten. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nur einfach vorstellen, es ist einfacher, diese Chemikalien zu verbieten, diese bestimmte Klasse, als die gesamten CO2-Emissionen zu verbieten, weil die wirklich in fast jedem Prozess eine Rolle spielen. Und die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, diese chemischen Substanzen, die also den Ozonschwund verursachten, das scheint einfacher zu verbieten zu sein auf der politischen Ebene. Aber ich weiß es nicht wirklich. Was man sich anschauen müsste, wären die Dynamiken, die politischen Dynamiken dieser Zeit. Was passierte? Gab es große Demonstrationen und so weiter? Ja, vielleicht war es ein einfacheres Problem, nur ein einzelnes Problem, im Gegensatz zu einem ganzen Haufen von Problemen. Also etwas, was sich ständig abspielt und für viele einfach nur Hintergrundrauschen ist, dieser Klimawandel. Und auch die Prozesse, die CO2-Emissionen auslösen, die fühlen sich normal an. Im Gegensatz zu diesen hässlichen chemischen Dingen, die zu den FCKW führten. Das fühlt sich künstlich und böse an. Und alle Prozesse, die wir haben, produzieren CO2, und das fühlt sich einfach nicht so schlecht an. Es fühlt sich an wie alltags, ein Auto anzustarten. Ich weiß nicht, das ist aber nur meine Deutung, meine Spekulation. Ja, aber dafür sind wir hier. Ja. Ich denke, dies ist keine Frage, aber eine gute Folgefrage. Als Menschen lösen wir sehr gerne Probleme. Wie hören wir auf, eine Katastrophe in Gang zu setzen? Sollten wir weiter vorausschauen oder gibt es eine Technik, die wir lernen müssen? Oh, kannst du das wiederholen? Das ist sehr interessant. Ja, als Menschen lieben wir es, Probleme zu lösen, aber wie können wir es lernen, nicht mehr Katastrophen auf den Weg zu bringen? Wie können wir mehr vorausschauend sein in Bezug auf Auswirkungen? Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, warum es plötzlich dunkler geworden ist. Ich weiß nicht, ob wir als Menschen wirklich so gerne Probleme lösen. Wir sollten immer sehr vorsichtig sein, wenn man etwas über die gesamte Menschheit sagen möchte. Es kann auch sein, dass ich... Also ich möchte jetzt einfach keine Vermutungen anstellen, aber vielleicht lösen Menschen, die mit Computern arbeiten, sehr gerne Probleme. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen es wirklich hassen, Probleme zu sehen oder sie zu lösen. Sie wollen einfach nur ihre Ruhe haben und das ist auch okay. Aber der andere Teil ist, wie können wir die Katastrophe aufhalten? Und wenn wir dem folgen, was ich über Katastrophen gesagt habe, weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist, weil wir einfach unser Leben leben. Und das Leben zu leben, führt mit sich, dass man in Probleme gerät. Und viele
Dinge, die wir als Probleme ansehen, sind nach meiner Definition Katastrophen. Also vielleicht ist es zu einfach zu sagen, ja, wir machen einfach das und das und das und dann werden wir keine Katastrophen mehr haben. Ich denke, das ist etwas, was wir als Teil des Lebens ansehen müssen. Dass es einfach Katastrophen geben wird und dass wir sie verursachen werden. Also jetzt nicht Apokalypsen, sondern Dinge, die einfach im täglichen Leben passieren. Probleme, die man mit Nachbarn hat, die einfach mit sich kommen, wenn man etwas, ich weiß nicht, Musik hören will laut. Und ja, wahrscheinlich sollte es schon möglich sein, große Probleme zu verhindern, weil wir ja auch immer mächtiger werden, immer mehr Werkzeuge bekommen. Ich denke, vielleicht muss es besser unterrichtet werden. Ja, natürlich. Vorausschauend zu handeln wäre natürlich helfen, dass man versteht, wie der andere funktioniert. Man kann ein glückliches Leben mit dem Nachbarn führen, wenn man weiß, was er, sie oder sie wollen oder mögen, nicht mögen. Aber es wird immer sein, dass man damit umgeht. Es wird nicht damit enden, dass man ein Stück Papier ausdruckt und da steht drauf, lieber Nachbar, ich werde keine Probleme mit dir haben und dann ist es gelöst. Man muss mehr wissen über die Natur natürlich und wie das alles funktioniert. Aber es wird immer ein laufender Prozess bleiben. Es gibt ja auch diesen Spruch, dass meine Freiheit da endet, wo ich die Rechte anderer beeinflusse. Und genau so, es ist einfach keine feste Grenze, sondern es muss immer wieder neu evaluiert werden. Und das Gleiche gilt, denke ich, bei Katastrophen in meiner Definition auch. Es wird ein Prozess sein. Ja, es ist immer. Also du sagtest, dass CO2 an sich gelöst ist. Also wir wissen, wie man damit umgehen muss, aber dass es nicht wirklich gelöst ist. Das ist ein bisschen seltsam. Was sind denn die Lösungen? Ja, also das ist eine der Abkürzungen, die ich genommen habe. Weil ich nicht wirklich auflisten möchte, was man alles machen kann. Aber ich denke auch, dass es offensichtlich ist. Vor etwa 2 Jahren fing Fridays for Future an. Und alles, was sie sagten, ist ja einfach wahr. Es sollte also offensichtlich sein. Und das sollte ich jetzt nicht noch einmal wiederholen müssen. Also ich denke, es ist offensichtlich, dass wir alle Prozesse reduzieren oder eigentlich ersetzen müssen, die CO2 produzieren. Und wie wir das machen jetzt, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also ein Pointer auf Friday for Future. Hört auf sie. Versucht umzusetzen, was sie fordern. Und ja, ich denke, das ist hier auch eine interessante Frage. Repräsentiert vielleicht, was viele Menschen auf der Welt denken. Können wir nicht einfach weglaufen? Was, wenn man nichts macht? Können wir nicht einfach auf den Mars fliegen und das Problem mit sich selbst auflösen? Oder ja, wir lösen uns, indem wir einfach weggehen. Ja, wenn wir uns die Geschichte ansehen, wie wir andere Katastrophen angegangen sind, vielleicht ist es eine gute Idee, einen Götzen anzubeten und so die Probleme lösen. Das ist eine Möglichkeit. Aber wir haben uns entschieden, Probleme wirklich zu lösen. Und wir glauben, dass die Wissenschaft der Weg ist, das zu tun. Und natürlich Politik. Und das ist, ja. Ja, wegrennen ist wie ein Götzen anbeten. Die Katastrophe wird uns einfach folgen, natürlich. Wenn du mir versprechen kannst, dass wir das gleich nicht dem Mars das Gleiche antun, was wir jetzt hier machen, und wenn du mir versprechen kannst, dass nicht zu viele Menschen zurückgelassen werden und sterben müssen.
dann würde ich vielleicht zustimmen, aber ich glaube das einfach nicht. Vielleicht müssen wir erst das Gegenteil machen, weil Mars gerade nicht bewohnbar ist. Vielleicht sollten wir erstmal lernen, wie man einen Planeten bewohnbar macht, bevor wir die Erde zerstören. Und von einer technischen Sichtweise sieht das vielleicht aus wie das gleiche Problem. Also, ist es das gleiche Problem? Ja, niemand weiß es. Ja, ich vermute, dass Menschen sagen, wenn wir einen Planeten wie den Mars zum lebensfähig machen können, dann können wir das Gleiche auch mit der Erde machen. Also wenn die Erde zerstört ist, können wir die Erde wieder lebensfähig machen. Aber die Frage ist, wo leben wir in der Zwischenzeit? Wir sind sehr, sehr viele Menschen inzwischen. Und diese Idee, dass man zum Mars geht, ist auch sehr anthropozentrisch. Also sie fokussiert sehr die Menschheit. Wir müssen ja einige Dinge mitnehmen, also wir würden Tiere und Pflanzen mitnehmen. Aber die Idee, dass wir zum Mars gehen können, ohne fast alles, was hier lebt, mitzunehmen. Ja, wir könnten eine Liste mitmachen. Wir bräuchten ein paar Bäume, wir bräuchten Büsche, wir bräuchten ein paar Tiere, die die Bäume essen. Wir brauchen Archaeen und Bakterien. Und ja, ich weiß ein bisschen mehr darüber als Biologe und weiß, dass wir das wirklich brauchen. Aber ja, bereitet euer großes Aquarium vor, voller Organismen, die wir mitnehmen. Also es wäre einfach ökonomisch sinnvoller, hier zu bleiben. Eine Frage, die gerade reinkam. Wäre es nicht toll, wenn wir wäre es nicht besser, wenn wir die Welt besser hinkriegen würden und nicht unseren Lebensraum zerstören? Ja, gute Idee. Ich dachte, das wäre wirklich eine Lösung der Katastrophe. So könnten wir eine Katastrophe in was Positives wenden, indem wir also dem Namen treu bleiben. Mit dem Anthropozän haben wir immer das Problem. Die Menschen sind wie die Parasiten und wir haben das Anthropozän als das Zeitalter der Menschen. Das bedeutet, dass wirklich zwangsläufig die Zerstörung folgen muss. Und natürlich können wir schöne Dinge aus Schmutz oder aus Nichts herstellen, aber jetzt gerade machen wir es andersrum. Wir zerstören die schönen Dinge. Und der einzige Weg, die Katastrophe zu lösen, wirklich zu lösen, ist, das ganze Ding in etwas Positives zu verwandeln. Und dann fangen natürlich die weiteren Fragen an. Was gehört da alles dazu? Was ist es, das uns zu Zerstörern der Erde macht? Und es wäre natürlich ein einfacher Ausweg zu sagen, ja, das ist die Natur des Menschen. Aber das glaube ich nicht. Dann ist alles vorbei. Und dann war alles von Anfang an zum Untergang bestimmt. Aber so muss es nicht sein. Ja, was denkst du, hält uns zurück? Ja, es wäre jetzt zu einfach zu sagen, Kapitalismus, zack, fertig, das ist es. Aber da ist etwas in uns oder um uns oder in der Art, wie wir uns organisieren, das gegen unser Interesse hier zu überleben handelt oder wirkt. Und es wäre wichtig zu wissen, was das ist. Und mein Gefühl ist, dass es die Idee ist, alles in Konsumgüter zu verwandeln. But again,
Und ja, das ist, bitte zitiert mich da nicht. Aber ja, es klingt wie ein guter Anfang. Wir müssen ja irgendwo anfangen. So, step by step, I guess. And yeah, when we start one thing and see it helps, we can start. Aber ja, wenn wir etwas ausprobieren und merken, dass es funktioniert, können wir das vielleicht so lassen. Und dann jedes Mal, wenn etwas sich verbessert, machen wir so weiter in die Richtung. Ja, das ist auch eine Frage, wie wir uns in Beziehung setzen zu anderen Dingen, mit unserer Umgebung. All diese Begriffe müssen definiert werden, denke ich. Und jetzt gerade ist diese Beziehung bei materiellen Beziehungen definiert und Machtverhältnissen. Und irgendwo in dieser Richtung, oh ja, da müssen wir ein andermal noch drüber reden. Ja, wir sehen uns bald wieder um 15:20 Uhr. Selbst betreiben. Ein Serviervorschlag.